unser heutiger Gast bei Talk Imperium, ein Oberösterreicher, ein Chris Kirchner. Seine journalistische Karriere hat sehr bald begonnen bei der Kronenzeitung, auch bei den Oberösterreichischen Nachrichten, dann im Fernsehen natürlich, dann einmal zum ORF, also ORF Oberösterreich, Premiere war auch eine Zeit lang Journalist, dann Ö3, das weiß ich noch, also Korrespondent, glaube ich, für Oberösterreich, dann für Ö3 in Wien und dann ist es weitergegangen mit der Karriere dann selbst in Wien am Königlberg, seit 2004 in der Sportredaktion des ORF, ja, und dann 2009 der Nachfolger von Heinz Brüller, Hauptkommentator der Formel 1, auch Romy-Preisträger, da werden wir auch noch sprechen drüber, beliebtester Moderator 2014, also Romy-Preisträger. Ja, willkommen Ernst Hausleitner, danke fürs Kommen. Dankeschön für die Einladung. Man könnte zusammenfassend sagen, der hat nichts auslassen. Nichts auslassen. Und danke, dass wir da sein dürfen, gerne, auch diesmal wieder im Panier. Nichts auslassen und vor allem auch nichts auslassen dann im Jahr 2009, wie es dann soweit war, die Nachfolge von Heinz Brühl. Und ich kann mich noch erinnern, und ich muss ehrlich gesagt sagen, wir kennen uns, wie ich dann gehört habe, Ernst Hausleitner wird der Nachfolger von Ernst Brühl, habe ich mir dann schon gedacht, naja, es wird zumindest spannend. Wie spannend war es? Also für mich war es eigentlich gar nicht einmal so die ganz große Aufregung. Es hat sich ja schon abgezeichnet zu Ende der Saison 2008, dass der Vertrag mit dem Heinz nicht mehr verlängert wird. Das sind natürlich Entscheidungen, die ganz weit weg von mir lagen. Die werden in den oberen Etagen getroffen. Aber ich habe das schon irgendwie kommen sehen, dass dann irgendwie ich drankommen werde. Und daher hat sich für mich die Aufregung in Grenzen gehalten. Das war allerdings bei vielen im Haus ein wenig anders. Der damalige Sportchef ist, der war aus dem Häusl, wie das Ganze dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wir waren gerade bei der Skiweltmeisterschaft in Val d'Isère im Februar 2009 und dann hat mich der Hans Huber angerufen und gesagt, Herr Hausleitner, die Bombe ist geplatzt. Und der war gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Ja, der Heinz Brühl ist an die Medien gegangen, er hat gesagt, dass wir den Vertrag nicht mehr verlängern, Sie sind sein Nachfolger. Ich habe gesagt, ja super, ich freue mich riesig. Sie sprechen mit niemandem mehr, hat er gesagt. Hans Huber, also absoluter Maul gehabt, durfte mit niemandem sprechen. Ich habe gesagt, ja passt, alles in Ordnung. Also die Aufregung rundherum war größer als wie bei mir persönlich. Ja, die war wirklich groß, sage ich. Es hat sogar Petitionen, glaube ich, gegeben, also von Fans, die haben gesagt, also Formel 1 geht nur mit Heinz Brüller, muss auch weitergehen. Aber warum war Heinz Brüller? Heinz Brüller war die Formel 1 beim Kommentieren, das war einfach so. Ja, für mich genauso. Also meine Generation ist aufgewachsen mit Heinz Brüller. Das war der Begleiter über hunderte Formel 1 Rennen. Er hat die Formel 1 im ORF exklusiv kommentiert. Das ist natürlich schon mal was, was dazu beiträgt, dass du dann auch als solcher wahrgenommen wirst. Von dem profitiere ich jetzt auch, dass ich der einzige Formel 1 Kommentator bin. Wir haben mehrere, die Fußball kommentieren, mehrere, die Ski-Alpin kommentieren, mehrere, die Skispringen kommentieren. Ja. In der Formel 1 ist es aus der Historie heraus beim ORF dann so gewesen, dass das immer nur einem obliegt. Und das war der Heinz. Das bin jetzt Gott sei Dank glücklicherweise ich. Und daher hat er natürlich schon eine gewisse Monopolstellung in der Thematik gehabt, hat natürlich auch Formel 1 in der Kronenzeitung berichtet und war daher ja, die Formel 1 Instanz in Österreich und es war freilich ein Kulturschock, ein Formel 1 Rennen ohne ihn zu erleben. Sie haben gesagt, also ja, nehme ich an, quasi gleich einmal am Telefon, war es wirklich so, hat niemanden gefragt oder überlegt, naja, es könnte vielleicht auch der Schuss nach hinten losgehen. Also, keine Sekunde. Nein, keine Sekunde. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich überschätzt, aber, aber das war für mich eine Riesenfreiheit, eine ganz große Ehre, dass ich das machen habe dürfen. Freilich, als wir dann nach Australien gefahren sind, Melbourne 2009, der erste Grand Prix, den ich dann gemeinsam mit dem Alex Wurz kommentieren durfte, da war dann schon eine Aufregung da. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, da war ich nicht nervös. Ja. Aber es war, ich hätte nicht eine Sekunde daran gedacht, das nicht zu machen. Also nicht daran gedacht in der Sekunde. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, auch wenn es so Entscheidungen gibt im Leben. Oder das ist ja eine wegweisende Entscheidung gewesen, beziehungsweise war wegweisend dann. Bei Ihnen, haben Sie schon jemals das Thema gehabt, wo Sie gesagt haben, okay, da lasse ich jetzt lieber die Finger davon? Natürlich gibt es das, ja. Dass man irgendwelche Entscheidungen, ob man in ein gewisses Land geht oder nicht, oder was immer es ist, gibt es natürlich Entscheidungen, wo man sagt, na, das lassen wir lieber. Ja. Nach wen richten Sie sich? Sich selbst? Bauchgefühl?
Zum Teil nach den entscheidenden Mitarbeitern in der Firma, dass ich mich mit denen berate. Ich frage immer zuerst, was ist Ihre Meinung? Ich sage nicht meine Meinung zuerst, sage, was ist Ihre Meinung? Und wenn sich die mit meiner deckt, dann gehe ich einmal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht ganz verkehrt ist. Und wenn die Leute eine andere Meinung haben, will ich dann frage, warum? Und dann kann es ja sein, dass ich sage, aha, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und ich freue mich ja, wenn ein anderer gescheiter ist wie ich oder eine gute Idee hat, die ich nicht habe, ist er positiv. Ja? Es geht ja nicht darum, wer Recht hat, sondern dass man die richtige Entscheidung trifft. Also wenn man in andere Länder geht, sich zu entscheiden, ob man dahin geht, immerhin über 120 Länder ist der Konch bzw. Packerl drin vertreten, aber auch wenn man sich dieses Projekt jetzt ansieht, also das war ja auch eine Entscheidung, das auf die, sage jetzt mal, grüne Wiese zu stellen, hätte man ja auch nachdenken können, naja, der Herr Angdoppler baut ein Paneum und was ist, wenn keiner hingeht, sage ich jetzt einmal. Na, natürlich denkt man nach. Also mein Leben besteht immer aus Zweifel. Und das ist wichtig. Zweifel heißt ja nichts anderes wie nachdenken. Ja, man muss immer zweifeln. Aber irgendwann muss man die Entscheidung fallen und ich verlasse mich dann immer auf meinen Bauch. Und das ist unfehlbar. Wir haben jetzt schon gesprochen über den ersten Grand Prix, der wo war? Australien, Melbourne 2009. So. Jetzt kommt man da hin. Und auf die Frage hin, was der Erfolg des Ernsthaus-Leitners ist, hat Ernsthaus-Leitner mal geantwortet, es ist der Erfolg der Konzeptlosen. ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Dass man doch, ist in, also mit, gemeinsam mit Alexander Wurz, muss man sagen, also hat man dann gestartet. Es ist zumindest in der Zusammenarbeit mit dem Alex tatsächlich so, dass wir kein Konzept hatten. Der Alex ist zu mir gekommen vor dem ersten Rennen, werde ich auch nie vergessen. Dann hat er gesagt, was sagst du und was sag ich? Und ich habe gesagt, du sagst das, was du warst und ich sage das, was ich weiß. Und so hat es schlussendlich auch stattgefunden. Also ich weiß, dass es vor allem viele meiner Vorgänger, jetzt nicht den Heinz, in anderen Sparten der Sportübertragung, dann schon sehr, sehr streng aufgeteilt haben, was obliegt dem Experten, dem Co-Kommentator und was, sage ich, selber als Hauptkommentator. Da waren dann auch sehr viele Eitelkeiten bei manchen dabei und von dem habe ich überhaupt nichts gehalten. Ich gesagt, es soll ja ein Miteinander sein, es soll einen gewissen Flow kriegen und da sage ich ihm jetzt nicht, dass, ich weiß es nicht, er nie sagen darf, wer die schnellste Runde hat und ich nicht sagen darf, warum der einen Unfall gemacht hat. Mhm. Also von diesen kategorischen, schablonenhaften Aufteilungen war ich nie ein Freund, das habe ich nie gemacht und so ist es dann zu dem geworden, was es jetzt ist. Was immer es auch ist. Das ist sogar sehr erfolgreich. Also es ist richtig erfolgreich. Aber es hat auch Diskussionen am Anfang gegeben, über das haben wir schon gesprochen. Und es hat auch eine kleine Diskussion gegeben, das haben wir im Vorfeld besprochen, zum Thema Sie. Ich glaube, Ihr Sportchef wollte, dass Sie per Sie sind mit Alex Wurz. Das ist ja das, wo viele Zuseher jetzt auch in all den Jahren an nicht nur mich, an viele meiner Kollegen herangetreten sind. Und warum sagt ihr zu dem Skifahrer nicht du, zu der Skifahrerin sie? Warum müsst ihr das machen? Das ist einfach so die Linie des Hauses, dass du zu aktiven Sportlern eine Distanz wahren sollst und dementsprechend dann per sie bist mit denen. Und der Alex war im Jahr 2009 noch beim damaligen Team Brown GP, das ist ja aus dem Honda-Team hervorgegangen, als Test- und Ersatzfahrer dabei. Ross Brown hat ihn damals dorthin geholt, Barrichello, Button waren die Piloten, die haben damals auch die Konstrukteursweltmeisterschaft und mit Button den Fahrertitel gewonnen. So, der Alex galt als aktives Mitglied des Teams und im Sinne des Hauses, des ORF, also als aktiver Sportler, ich muss zu dem Wurz Sie sagen. Ich sage, nein, ich kann zu dem Wurz nicht Sie sagen. Das geht sich nicht aus. Und da habe ich mich dann darüber hinweggesetzt. Ja. Stichwort konzeptlos, also das ganz so ist es ja nicht. Also man muss ja fairerweise sagen, man kommt dahin, man weiß sehr viel. Und ich habe nachgelesen, es ist tatsächlich so, also die beiden Herren sitzen in der Kommentatorenbox und während dem Rennen, das habe ich nicht gewusst, kommen Sie, jetzt haben wir wieder mit seiner normalen Arbeit, du, es kann sein, dass wir ein bisschen switchen, während dem Rennen bekommen Sie Informationen, nicht nur von der Redaktion, sondern auch direkt von Teams, von Quellen, die man natürlich nicht genau weiß, also wir nicht, aber Sie, und sogar von Fans. Also während man kommentiert, kommen diese Informationen und die verarbeitet man.
Ist das so? Das stimmt. Ich muss jetzt ganz kurz nur zur Ehrenrettung sagen. Im Sinne der Vorbereitung bin ich natürlich keineswegs konzeptlos unter Alexander, weil die Formel 1 ist so intensiv, dass ich mich wirklich 365 Tage damit auseinandersetze. Das ist ein ganz Jahresjob. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten, meine Güte, 20 Jahre, dann erkenne ich erst einen immens großen Teil meines Lebens, die Formel 1 eingenommen hat. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage, das ist tatsächlich so, dass ich während der Grand Prix-Übertragung, ich habe immer Twitter offen und wir haben da im Laufe der Jahre eine richtig coole Community zusammengesammelt, wo so fachkundige Zuschauer sind, die daheim da wirklich aufpassen, wie die Haftelmacher alles kontrollieren und überall, und die mir schon mit viel, viel Input auch weitergeholfen haben. Dann gibt es natürlich auch eine Art Chatroom, wo Kommentatoren reinschreiben, wo wir uns gegenseitig aushelfen. Also alle Nationen. Ja, ganz genau. Und das finde ich super. Und was die Teams anbelangt, das hat sich im Laufe der Jahre stark verändert, stark verbessert. Und da war Mercedes ein absoluter Vorreiter. Die haben eine WhatsApp-Gruppe für Kommentatoren eingerichtet und für Reporter. Ja. Und die sind da auf Zack wie kein anderes Team. Die schicken dir während des Rennens, wenn, ich weiß es nicht, Lewis Hamilton wird langsamer und du fragst dich, warum wird er langsamer, dann schickt der Pressesprecher während des Rennens ein WhatsApp, ja, da ist der Auspuff kaputt, wir haben das festgestellt, hat so und so viel Leistungsopfer. Ich stelle mir vor, es ist trotzdem auch eine Stresssituation. Diese Stunden, die man da sitzt, sind zwei oder wie lange dauert so ein Rennen im Schnitt, und man beobachtet das, was auf der Strecke passiert, man hat die Bildschirme und dann noch die Informationen, den Alexander Wurz, da muss man ein bisschen den hält man auf Schmäh oder gegenseitig hält sich auf Schmäh, das ist ja auch Konzept dieses Kommentierens, also da passiert sehr viel. Ja, auf den Alex aufzupassen ist tatsächlich die schwierigste Aufgabe, dass der immer dann dort ist, wo er sein muss, ja. Spaß beiseite, für mich, wenn ich in der Kommentatoren-Kabine drin sitze und das Rennen anfängt, bin ich in der absoluten Komfortzone. Also das ist, okay. Das ist jetzt auch nicht Blätter hergerät oder geflunkert. Da ist null Nervosität, null Anspannung und null Stress. Das genieße ich, wenn wir da drin sitzen, die Tür geht zu und das Rennen fängt an. Das ist echt ein herrlicher Moment. Das ist eine ganz große Erfüllung für mich, und das war, ich habe es auch nicht immer lustig in meinem Leben, vor allem in den letzten Jahren gehabt. Das war gerade in diesen Jahren, die schwierig waren, ein Ort der größten Entspannung, da drinnen zu sitzen und ein Formel 1 Rennen kommentieren zu dürfen. Sie unterstützen ja jetzt nicht nur den LASK, sondern auch Sportler, die ja unter Anfang sagen, wo es eher Randsportarten sind. Ich sage jetzt vom Tischtennis angefangen bis, ja, gut, in China ist Tischtennis keine Randsportart, aber bei uns ist es eher so. Langlauf, Biathleten, Schwimmen, das sind ja jetzt nicht Sportler, die ständig im Rampenlicht stehen. Um das geht es nicht. Also, wir sind da hineingestolpert in das Sponsoring, ist zu kompliziert, das zu erzählen. Und ich mache das gerne, weil ich sage, hat ein bisschen was mit mir zu tun dann. Mhm. Weil ich es toll finde, solche Leute kennenzulernen. Ich bin ein alter Knabe und habe jetzt die Chance, junge Leute kennenzulernen, von denen ich auch was lernen kann. Also ich bin ein ziemlich motivierter Mensch, glaube ich, aber wenn ich dann sehe, dass es da Leute gibt, die sind vielleicht noch motivierter als ich, ja, und was sie alles auf sich nehmen, was ich in denen ihren Alter vielleicht nicht auf mich genommen hätte oder sicherlich nicht auf mich genommen habe, ja, dann finde ich das großartig. Und das ist positiv und das strahlt auch auf die Firma aus. Unsere Firmenangehörigen, die lernen auch die Sportler kennen. Wir haben einen Sporttag in der Firma, einen Kornspitz-Teamtag. Und dann können sich die Leute unterhalten, dann unternehmen wir mit den Sportlern etwas. Und wir versuchen, zu dem Sportler einen persönlichen Kontakt zu haben. Mhm. Weil nur Sponsoring, das wäre mir zu wenig, sondern wir wollen die Leute kennenlernen, die Leute sollen uns kennenlernen. Und daraus ergeben sich verschiedene positive Situationen. Mhm. Und das mag ich. Und das ist schön und deswegen machen wir das auch. Stichwort alter Knabe. Der Vater. Also es ist doch schon etwas verwunderlich, dass diese Karriere eingeschlagen wurde, wenn man sich ansieht, wann und wie Sie das erste Formel-1-Rennen miterlebt haben. Nämlich in Spielberg mit dem eigenen Vater. Und das war eigentlich kein schönes Erlebnis. Nein, das war, also mein Papa ist ja immer zum
damals noch Zeltweg am Österreichring gefahren, das ist dann später Spielberg Red Bullring gefahren. Und da ist er immer mit seinen Freunden hingefahren und ich wollte immer mitfahren. Und irgendwann im Jahr 75 war es dann soweit, dann hat er mich mitgenommen. Und damals gab es noch das Warm-up am Sonntagvormittag. Und da hat es im Warm-up eben einen tödlichen Unfall gegeben. Der Amerikaner Mark Donohue ist verunglückt, ist Streckenposten zu Tode gekommen. Und ich habe damals am Vormittag vor lauter Aufregung, glaube ich, weil das erste Mal mit war, leicht gefiebert. Und mein Papa hat nicht recht gewusst, wohin mit mir. Ich war da noch recht, sehr, sehr klein. Und dann sind wir, und das war damals noch möglich, interessanterweise zum Streckenarzt gegangen. Und mein Papa ist mit mir da reingegangen. Und als ich da drinnen gesessen bin und der mir irgendwie, ich weiß nicht was, Tabletten oder sonst was gegeben hat, ist Mark Donohue hergebracht worden, mitten im Rettungswagen. Und der war aber äußerlich unverletzt. Der ist ja dann erst 2-3 Tage später in der Klinik in Graz an dem Folgen einer Hirnverletzung verstorben, war aber äußerlich unverletzt. Und ich sehe den noch vor mir. Der hat so einen blauen Overall angehabt und den hat er bis daher offen gehabt. Und dann hat er sich noch so aufgebeugt und geschaut und hat herumgeschaut. Und ich bin da drinnen gesessen. Und damals war es natürlich im ersten Moment noch nicht absehbar, dass der Rennfahrer versterben wird, weil er einfach äußerlich unversehrt war. Und das war mein erster Grand Prix, den ich vor Ort erlebt habe. Es war dann im Nachhinein natürlich, dieser Schatten wird auf alle Ewigkeiten über diesen Österreich Grand Prix drüber sein, aber es war dann auch ein kurioses Rennen, weil er abgebrochen wurde, starker Regenfall. Und Vittorio Brambilla hat sein einziges Rennen gewonnen und hat dann im Jubel die Hände vom Lenkrad genommen und ist gegen die Boxenmauer gefahren. Aber das war ja damals allgegenwärtig bei dieser Sportart, also auch der Tod. Ja. Der war allgegenwärtig, oder? Das muss man ja sagen. Ja. Und sich doch verändert, aber es ist noch immer ein gefährlicher Sport. Es hat sich, Gottlob, verändert und ich beneide den Heinz Brüller, meinen Vorgänger, nicht, um viele, viele Situationen, die er zu kommentieren hatte, wo tatsächlich Menschen ums Leben gekommen sind. Mhm. Mir ist das Ganze nur einmal passiert, beim schlussendlich tödlichen Unfall von Jules Bianchi, damals in Suzuka, der allerdings auch nicht unmittelbar verstorben ist, sondern erst dann ein gutes halbes Jahr später an den Folgen der Verletzungen. Was auch den Kommentator dann doch auch eine schwierige Situation für einen Kommentator danach ist. Wir haben ja dann in jüngerer Vergangenheit noch einmal den Feuerunfall von Grosjean in Bahrain gehabt, wo man mittlerweile allerdings so weit ist von der internationalen Regie, dass du nicht draufhältst. Also du schaust die Leute jetzt nicht mehr beim Sterben zu. Das war ja früher, wenn ich mich an den Senna-Unfall erinnere, den haben wir ja alle beim Sterben zugeschaut, was ein No-Go ist. Und da finde ich schon, dass wir uns als Menschheit dann schon diesbezüglich weiterentwickelt haben, dass man nicht unbedingt dabei sein muss, wenn ein Mensch das Leben aushaucht. Aber es sind sehr viele Erinnerungen jetzt auch, glaube ich, auch bei mir zumindest oder bei Ihnen auch hochgekommen. Was in Formel 1 haben Sie das verfolgt? Ja, also ich kann mich noch erinnern, wie der Jochen Rindt tödlich verunglückt ist. Waren wir in Wels auf der Messe am Sonntag, ja. Okay. Also das war schon auch fürchterlich, ne? Also der war unglaublich populär, ne? Und ja. Reden wir vom Jahr Jochen Rindt, das 70. War 70. Das war 70. 70. Anfang der 70. Was? 5. September 70. Ah, 70, okay. Ne? Ich wollte sagen Ende 60 oder Anfang 70, ja. Das sind Momente, die einem auch selbst als Zuseher im Gedächtnis bleiben. Reden wir über die Formel 1. Das sind viele Tage, die man unterwegs ist. Das Jahr mit den wenigsten Tagen zu Hause war? Ich kann es nicht sagen. Mit 20 Tage zu Hause, glaube ich. Oder nein. Es ist halt bei mir in der Summe dann relativ viel, weil ich ja im Winter auch Skiweltcup kommentiere und auch da mehr oder weniger jedes Wochenende irgendwo anders bin. Aber es kommen dann schon irgendwie 160, 170 Tage im Jahr zusammen, wo du nicht zu Hause bist. Hat sich mittlerweile ein bisschen entspannt. Wir teilen uns die Formel 1-Rechte mit den Kollegen von Servus TV. Das heißt, wir fahren nur mehr zu der Hälfte der Rennen. Die andere Hälfte machen die Kollegen aus Salzburg. Und so hat sich das Ganze etwas entspannt. Aber wir haben gesprochen vorab und ja, es hat sich was verändert. Auch mit dem Alter wahrscheinlich kommt es, dass man sagt, okay, man ist schon
gerne zu Hause am Attersee. Und das Wegfahren ist vielleicht dann oft nicht mehr ganz so wie früher, wo man sagt, naja, ist ja. Doch, jetzt geht es nämlich in die Skisaison, also mitten in der Skisaison sind wir jetzt und so. Zuerst vom Lanz, dann Skifahren. Mhm. Ja, es ist. Das kommt dazu, natürlich fortschreitendes Alter, man wird bequemer und man hat es schön daheim am Attersee. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass du halt dann jeden Austragungsort schon zumindest einmal gesehen hast. Also wir haben zuerst gesprochen, wie oft war jetzt beim großen Preis von Brasilien in Sao Paulo? Ich glaube 18 Mal. Ich muss jetzt nicht unbedingt nur 19. Mal dorthin fahren. Aber das ist dann auch nebensächlich, weil im Vordergrund steht das Kommentieren des Rennens. Das will ich so gut wie nur möglich, wie ich es kann, machen. Und deswegen fahre ich dorthin. Früher bin ich hingefahren, weil ich noch nie in Sao Paulo war oder noch nie in Suzuka, noch nie in Montreal, noch nie in Melbourne. Da bin ich überall das erste Mal hingefahren und geschaut mit den großen Augen und habe mir natürlich alles angeschaut. Heutzutage fährst du hin, um deinen Job zu erledigen. Und das so gut, wie es geht. Aber das ist ja bei Ihnen ganz genauso, sage ich jetzt mal, Sie haben mir erzählt, vor Corona, es hat kaum eine Woche gegeben, wo Sie am Stück 6 Tage, glaube ich, zu Hause waren. Wie anstrengend oder wie sehr verändert sich das jetzt? Also wird das anders werden oder ist es der Job, den man erledigt? Natürlich sind es auch Menschen, die Sie treffen, aber... Ja, ich war einfach in einem Rad drinnen, 49 Jahre. Wie gesagt, ich war außer Weihnachten und Ostern nie länger wie 6 Tage in einem Stück in der Firma. Ja, ich war immer unterwegs. Und das merkt man nicht. Ich habe das gerne gemacht. Das war halt mein Beruf. Jetzt durch Corona bin ich draufgekommen, jetzt 2 Jahre im Stück zu Hause, also in der Firma. Ja? Okay. Wundert mich, wie die Leute das ausgehalten haben, aber wir sind trotzdem gut ausgekommen. Ja? Und natürlich ist es dann so, man denkt dann ein bisschen anders und ist ja so, auf mich kommt es ja nicht mehr so drauf an wie früher. Mhm. Eigentlich braucht mich ja in Wirklichkeit keiner mehr wirklich in der Firma. Nein, wir haben ein tolles Management, meine Tochter, mein Sohn sind in der Firma und mir ist ja lieber die reisen und die haben die Kontakte und sammeln Erfahrungen und muss sagen, ich reise zwar wieder jetzt etwas, aber nur mal so im Umkreis und die ganz großen Reisen, außer es sind Messen oder es ist was Wichtiges oder man muss mal zu einem ganz wichtigen Kunden vielleicht. Aber sonst muss ich sagen, habe ich mich eigentlich daran gewöhnt, nicht mehr so viel unterwegs zu sein und passt auch. Früher konnte ich mir das nicht vorstellen, aber heute... 120 Länder, Sie waren in jedem Land. Nein, ich war noch nicht in jedem. Okay. Wir haben auch viele kleine Länder, wo es nicht um viel geht, was weiß ich. Nicaragua oder Costa Rica, da muss man nicht das unbedingt, obwohl das auch, wir haben dort gut, nette Vertretungen, die ihren Job ordentlich machen, kleine Firmen, das ist alles, also das soll das nicht abwerten. Aber man muss nicht mit Gewalt überall hin. Wir haben überall gute Tochterfirmen, wir haben gute Mitarbeiter überall. Also, ich komme eigentlich nur mehr auf Anforderungen. Wenn einer sagt, bitte kommen Sie, weil, ja, dann komme ich gerne, aber wenn nicht, dann lasse ich es lieber. Aber nach Costa Rica sollte Sie ja mal eine Reise dorthin führen, würde ich Sie gerne begleiten. Ja, okay. Okay, abgemacht. Warum? Ausgerechnet? War ich noch nicht. Hat man sowieso nicht gehört, dass es dort recht schön sein soll. Ja, gut, das kann man ja ausmachen. Okay. Das geht nur ums Ausmachen im Endeffekt. Zurück nach Österreich, Oberösterreich, zurück ins Paneum zu unserem Exponat des Talks, das wir immer haben. Es ist heute, ja, was ist es? Es ist ein Lebkuchenmodul mit einem Segelboot. Also wir haben gehört, der Herr Hausleitner ist ein begeisterter Segler. Und es ist natürlich schwierig, in unserer Sammlung etwas für einen Sportreporter zu finden, aber da ist sein Hobby ja Segeln ist. Und meine Tochter hat ja immer, die kennt ja alle Objekte mittlerweile, glaube ich, besser als ich. Und die hat dann das Lebkuchenmodel gefunden und ja, ist ungefähr 200 Jahre alt, ist Anfang des 19. Jahrhunderts, ist aus, wahrscheinlich aus dem Rheinland. Danke, das haben Sie sehr großartig ausgesucht. Passt zu mir, passt zum Attersee. Ich frage mich nur, was passiert, wenn ich dort mit diesem Zweimaster aufkreuze. Ja. Am Attersee. Ja. Versuch es wert, wird schwierig wahrscheinlich werden. Aber was da, weißt, Zweimaster, es ist doch außergewöhnlich. Ich habe noch nie so ein großes Model, sagt man, also Model. Ja, es gibt viel größere Model noch. Und der Lebkuchen war dann auch dementsprechend? Ja, der Lebkuchen ist genauso groß wie das Model. Dementsprechend groß, habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, da unten eins hängen, das ist mehr wie doppelt so groß. Also es gibt riesige Model. Ja, ja. 200 Jahre alt? Ja, ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts. Anfang des 19. Jahrhunderts. Und was ich mich schon immer gefragt habe, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt beantworten kann, Model, woher kommt das eigentlich? Modell oder Model, das ist ja die Vorlage quasi. Gute Frage. Werden wir klären. Ja, wahrscheinlich indirekt vom Modell, dass man etwas, ja. Es ist ein Modell und man formt dann etwas ab. Und man sagt aber Model dazu. Ja, Model. Genau.
das Exponat des Talks zurück zum Leben vom Ernst Hausleitner und zu den Ereignissen, die es da gegeben hat, und auf die Frage hin, mit wem Sie sich, Sie haben ja schon alle Stars getroffen, treffen möchten auf einen Café, haben Sie in einem Interview gemeint, noch einmal mit Niki Lauda. Ja, genau. Aber ja. Würde ich jetzt auch wieder antworten, weil er einfach ein Loch hineingerissen hat, das nicht zu stopfen ist. Also der fehlt an allen Ecken und Enden. Toto Wolff sagt es ja auch immer, und dass ihm der Niki so fehlt als Freund, als Begleiter, und genauso ist es auch bei mir. Der glaube ich schon mit Stolz sagen, dass ich mit dem Niki gut befreundet war, und es hat kein Grand Prix Wochenende nicht gegeben, wo wir nicht zusammengesessen sind auf einem Café, und das war immer lustig. Also der war so, der hat einen großartigen Humor gehabt, und er hat damit begonnen, vor vielen, vielen Jahren, als ich in die Formel 1 kam, mir den Spitznamen Schönleitner zu verpassen. Das war meine nächste Frage. Woher kommt der Schönleitner? Und das hat sich wie folgt zugetragen. Wir haben ein Interview gemacht, und kurz vor dem Interview habe ich mich nur in der Spiegelung der Kamera immer die Haare gekriegt. Und Niki Lauda war ja ein Mensch, der für das Wort Eitelkeit ein absolutes Fremdwort war. Und der sagt: Was tust du da? Wir sind gleich live, ich richte mir die Haare. Sag ich: Spinnst du? Warum riechst du die Haare? Und dann hat er gesagt: wenn du jetzt nur einmal durch die Haare fährst, dann nenne ich dich im Interview Schönleitner. So, das konnte ich natürlich so nicht stehen lassen, wollte ich probieren. Und dann haben wir nur mal die Haare gekriegt. So, wir beginnen das Interview, und ich stelle dem Niki Lauda eine Frage. Und er sagt: Na gut, Herr Schönleitner. So, und seitdem war ich dann der Schönleitner. Und wenn jetzt die Frage ist, mit welcher Persönlichkeit ich mich noch einmal gern treffen würde, dann schaue ich ja Niki Lauda. Gibt es da bei Ihnen jemanden? Ja, die meisten Leute sind auch schon tot. Aber ich würde sagen, wenn man mich so fragt, würde ich gerne mit dem Henry Kissinger reden. Ja? Ehemaliger Außenminister. Ehemaliger Außenminister, ist jetzt 99 Jahre, und den würde ich gerne mal interviewen, wie das seinerzeit im Kalten Krieg wirklich war, was da dahinter gesteckt ist. Von dem stammt ja ein sehr schöner Satz, der hat gesagt: Die USA haben keine Freunde. Okay. Die USA haben nur Interessen. Das ist legitim natürlich, aber man muss es natürlich wissen. Ne? Und dieser Satz, glaube ich, war sehr ehrlich. Ja. Und ja, daran muss man sich orientieren. Ne? Richtig viele Zitate von Henry Kissinger. Er lebt ja noch. Er lebt noch. Naja, so. Talk im Paneum wäre das natürlich schon einmal. Auch in dem, er ist sehr oft in Deutschland gewesen und in Österreich. Ja, der stammt ja aus Fürth. Reich, richtig, genau, aus Bayern. Bayerische Wurzeln, ganz genau. Anekdoten. Sind Sie ein Mensch der Anekdoten, oder Sie haben ja sehr viele Anekdoten eigentlich schon gebraucht? Ich sage nur was mit Niki Lauda. Ich kannte ihn natürlich nicht persönlich, aber er war mal bei Frühstück bei mir am Sonntag, und da hat die Interviewerin gefragt: Na, er ist so viel im Ausland, worauf freut er sich, wenn er nach Wien kommt? Er hat gesagt: Auf ein Frühstück im Imperial mit einem Kornspitz. Ja. Und dann hat er sicher gleich angerufen und hat über das Honorar verhandelt. Ja, das sagt man ihm ja nach. Das sagt man ihm ja nach, dass er da schon aufs Gelag geschaut hat. Jemand, der die Königsdisziplin oder eine der Königsdisziplinen Formel 1 kommentiert, gibt es für denjenigen noch einen Wunsch, irgendetwas zu kommentieren? Ich hoffe, das ist jetzt nicht anmaßend, wenn ich sage, dass ich glaube, dass ich mit der Formel 1 die absolute Königsdisziplin des Kommentierens erreicht habe, weil es schon extrem fordernd ist mit all den technischen Neuerungen, die es immer gibt. Das Reglement wird jede Woche, jetzt überspitzt gesagt, einmal umgeschrieben. Es ist eine Weltsportart, wo du mit Informationen überflutet wirst, weil aus jedem Land, von jedem Fahrer, von jedem Team, es kommt so viel zusammen. Und das ist schon, finde ich, eine große Herausforderung, und das wird es auch immer bleiben. Deswegen mache ich es auch so gern, ja, weil du gehst jetzt nicht hin und bist einfach nur lustig, sondern du musst schon irgendwie sehr, sehr tief in der Materie drinnen sein. Für mich ist das Kommentieren der Formel 1 das Attraktivste, aber auch das Herausforderndste, was ich in meinem Job gemacht habe. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Ja, bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal bei Talk im Paneum. Auf Wiedersehen.